Lust auf Fluss? Rhein, Main und Neckar neu entdecken und dabei die schöne MS Switzerland genießen bei einer Dreiländer-Flusskreuzfahrt. Die MS Switzerland ist ein vollklimatisiertes Schiff der Komfortklasse mit einem gemütlichen Ambiente und gehört zu den großen Beliebtheitsgaranten der Phoenix-Flotte. Herzlich willkommen an Bord! Eine überaus freundliche europäische Crew erwartet Sie in der Main-Metropole Frankfurt, wo Ihre Dreiländerkreuzfahrt beginnt und endet. Die behaglichen Räumlichkeiten der MS Switzerland sind großzügig und elegant gestaltet, mit Liebe zum Detail. Die gemütlichen Kabinen liegen alle außen und sind komfortabel und geschmackvoll eingerichtet, sodass Sie sich sofort wohlfühlen. Das richtige Zuhause für ein paar unbeschwerte Urlaubstage auf dem Fluss. Vom großen Sonnendeck aus mit ausreichend Platz für jeden beobachten Sie die vorbeiziehenden Landschaften, vielleicht bei einem kühlen Drink. Auf der Switzerland übrigens all inclusive. Von Frankfurt nach Mainz ist es nur ein Katzensprung. Und es bietet sich ein Abendspaziergang an durch die Stadt, die als Hort rheinischer Fröhlichkeit bekannt wurde. Das goldene Mainz ist übrigens auch die Heimatstadt von Johannes von Gutenberg, dem Erfinder des Buchdrucks. Der Dom steht wie ein Abbild der Stadt und ihrer Einwohner da. Drall und pompös, doch trotz seiner Ausmaße gemütlich. Die Flussstrecke führt sie schließlich zur Nibelungenstadt Worms. Wer sich Worms mit dem Schiff nähert, dem sticht zuerst der gewaltige Turm der Nibelungenbrücke ins Auge. Die Statue Hagens von Tronje erinnert daran, dass der sagenumwobene Nibelungenschatz hier im Rhein versenkt worden sein soll. Standesgemäß geht es mit dem Nibelungenexpress zum Wormser Dom. Karl der Große hatte hier seine Lieblingspfalz und der romanische Dom der Stadt wurde während des 11. und 12. Jahrhunderts erbaut. Er ist nach wie vor das prächtigste katholische Wahrzeichen der Stadt. Vorbei an den Vorläufern des nördlichen Schwarzwaldes nähert sich die MS Switzerland dem elsässischen Juwel Straßburg. Die elsässische Hauptstadt hat einen vielfältigen Charakter und mindestens ebenso viel Charme. Französisches Flair umrahmt eine pittoreske Stadt. Einer der schönsten in Frankreich. Den Nationalfeiertag am 14. Juli feiert Straßburg, das im 17. Jahrhundert französisch wurde, auf überschwängliche patriotische Weise. Schließlich wurde hier die französische Nationalhymne aus der Taufe gehoben, die berühmte Marseillaise. Zwischen den Ausflügen und interessanten Landgängen bleibt Ihnen immer genügend Zeit zu entspannen zwischen den zwei Ufern, denn auf dem Fluss heißt es jederzeit Land in Sicht. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die vorbeiziehenden Landschaften des sagenumwobenen Stroms, wo Romantik und Legenden mit der verzaubernden grünen Landschaft des Rheins verbunden sind. Küche und Köche verwöhnen Sie beim Frühstück, Mittag und Abendessen mit kulinarischen Köstlichkeiten. Und auch zwischendurch werden Sie mit Leckereien aus unserer Küche verwöhnt, die Sie mit Blick auf den Fluss genießen können. Musik.
In der Schweiz ist in Basel der Wendepunkt ihrer Reise. Dort, wo der Rhein zum Strom wird, exakt im Dreiländereck Deutschland, Schweiz, Frankreich, liegt Basel, eine Stadt voller Überraschungen. Schlendern Sie gemütlich vom berühmten Münster durch die altehrwürdigen Gassen bis hin zum Rathausplatz mit seinem farbenfrohen Rathaus und Sie werden begeistert sein. Basel, eine frisch-fröhliche Stadt am großen Strom, die nicht umsonst mit dem Slogan wirbt: Rein ins Vergnügen. Geht es mit modernen Reisebussen und professionellen Reiseleitern auf Tour. Heute nach Colmar. Die Stadt grenzt an den Schwarzwald, die Schweiz und das Elsass und ist bekannt für ein besonders sonniges und warmes Klima. Colmar ist die Hauptstadt der so beliebten elsässischen Weine. Bunt bemalte Fachwerkhäuser sowie das Stadtviertel Klein-Venedig vermitteln das Gefühl, sich in einer lebensgroßen Postkarte zu befinden. Ein neuer Tag, ein neuer Landgang. Schon tauchen die mächtigen Umrisse des Doms von Speyer vor der Anlegestelle auf. Der Dom von Speyer ist übrigens die größte romanische Kirche der Welt. In der mittelalterlichen Stadt lässt es sich gemütlich flanieren. Unterwegs sind interessante Brücken und Schleusen zu bewältigen, die Kapitänen und Crew Erfahrung und vor allem Fingerspitzengefühl abverlangen. Denn hier ist Maßarbeit gefragt. Heidelberg sollte Ihnen einen Besuch wert sein, denn die ehemalige kurpfälzische Residenz- und Universitätsstadt am schönen Neckar gilt als eine der schönsten deutschen Städte. Sie ist eine der wenigen, die im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört wurde. Wahrzeichen Heidelbergs ist das romantische Schloss oberhalb der Stadt, am Nordhang des Königstuhls gelegen. Die barocke Altstadt wartet sogar mit einem Superlativ auf. Sie besitzt nämlich eine der längsten Fußgängerzonen Europas, ganze 1,6 Kilometer lang. Hier können Sie leicht Ihr Geld oder auch Ihr Herz verlieren. Nach dem Besuch Heidelbergs werden Sie wie allabendlich auf Ihrem Schiff verwöhnt. Es ist die letzte Nacht an Bord, bevor Sie mit vielen Erinnerungen im Gepäck Ihr liebgewonnenes Flussschiff verlassen. Im Restaurant wird das grandiose Galadiner serviert und Sie genießen zusammen mit neu gefundenen Freunden und Reisebegleitern den feierlichen Abend. Machen Sie mit uns Europas Flüsse zum Erlebnis und lassen Sie sich zu diesem ganz besonderen Zauber der Dreiländerkreuzfahrt entführen. Willkommen an Bord!